Colossal Chests. Riesige Truhen mit immensem Speicherplatz. Zum Bau der Riesentruhen werden mindestens 7 Colossal Chest Walls und ein Colossal Chest Core des jeweiligen Elementes benötigt. Das Crafting-Rezept für Colossal Chest Walls aus Holz. Das Crafting-Rezept für Colossal Chest Walls aus Eisen. Das Crafting-Rezept für Colossal Chest Walls aus Gold. Das Crafting-Rezept für Colossal Chest Walls aus Diamanten. Und zu guter Letzt das Crafting-Rezept der Colossal Chest Walls aus Obsidian, welches man mit Obsidian und einer Colossal Chest Wall aus Diamant craftet. Ein Colossal Chest Call craftet man mit einer Colossal Chest Wall des jeweiligen gewünschten Elementes und einem Eisen. Crafting-Rezepte für Kupfer und Silber gibt es leider nicht. Dazu wird eine Mod benötigt, die diese Elemente hinzufügt. Empfehlen tue ich Tinker's Construct. Hier sind alle Truhen nochmal veranschaulicht. Optional ist ein Colossal Chest Interface, welches man mit einer Colossal Chest Wall des gewünschten Elementes und 4 Cobblestone craftet. Im kleinsten Format baut man die Truhen folgendermaßen auf, mit den Colossal Chest Walls und einem Colossal Chest Core in die gewünschte Richtung und die Truhe ist fertig. Wenn wir das Colossal Chest Interface mit in die Truhe einbauen, können wir einen Trichter mit einer Truhe bzw. einem ganzen System einbauen, welche dann Items in die Truhe reinleiten können. Wenn man eine größere Truhe bauen, ist es wichtig zu wissen, dass diese Truhe vollständig hohl sein muss. So, das war Colossal Chest kurz erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir dann auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bei einer weiteren Ausgabe kurz erklärt wieder. Und ja, tschüss.